Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Welche Alternativen gibt es eigentlich zum Weihnachtsstern? Zu Weihnachten muss es immer der Weihnachtsstern sein. Häufig ist es nämlich so, dass man sich die Pflanze kauft und ja, nach ein paar Tagen fangen schon die ersten Blätter an gelb zu werden, rollen sich so ein bisschen ein, fallen ab und manchmal überlebt der Weihnachtsstern gar nicht bis Weihnachten. Man kauft dann vielleicht noch einen zweiten oder einen dritten und nach Weihnachten denkt man sich, ja, passt auch nicht mehr so wirklich jetzt ins Wohnzimmer rein. Und dann wird er lieblos über die Mülltonne entsorgt, was sehr schade ist. Und vor allem, es ist alles andere als gut für den Geldbeutel und auch nicht gut für die Umwelt, denn die CO2-Bilanz von der Pflanze ist wirklich grauenhaft. Der Weihnachtsstern ist einer der meistverkauftesten Pflanzen in Deutschland, hat aber ungefähr eine Zeit ja, von maximal, ich sag mal, 6 bis 8 Wochen, die er bei uns zu Hause im Wohnzimmer oder allgemein in der Wohnung verbringt. Danach ist er entweder schon eingegangen oder er wird halt entsorgt. Die wenigsten von uns pflegen so einen Weihnachtsstern danach dann weiter, weil es A, entweder nicht möglich ist, weil er kaputt ist oder weil man ihn nicht mehr sehen möchte. Es gibt aber Alternativen, die auf jeden Fall pflegeleichter sind als der Weihnachtsstern, denn häufig ist es so, der Weihnachtsstern kommt schon vorgeschädigt zu euch nach Hause sozusagen. Da könnt ihr manchmal gar nicht viel daran rumdrehen und dann ist er kaputt. Ja, welche pflegeleichten Alternativen oder Varianten gibt es denn an Pflanzen, die auch schön zu Weihnachten sind? Die möchte ich euch hier einmal kurz in meinem Video vorstellen. Ich möchte euch jetzt mal 2 Alternativen ans Herz legen, die auch richtig schöne Weihnachtspflanzen sind, Zimmerpflanzen zu Weihnachten. Ihr könnt ja jetzt auch mal unten in die Kommentare reinschreiben, welche Pflanzen ihr gern zu Weihnachten habt, außer dem Weihnachtsstern. Welche Alternativen habt ihr dort? Ich zeige euch jetzt mal meine 2 Alternativen und wir fangen hier einmal an mit dem Weihnachtskaktus. Wir haben jetzt Anfang November, wo ich dieses Video drehe und mein Kaktus blüht jetzt schon. Mit der Seite hier stand er relativ zum Fenster. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Licht bekommen und deshalb ist er jetzt schon in der Blüte. Da, wo er weniger Licht bekommen hat, sind die Blüten noch zu. Der wird aber auf jeden Fall Weihnachten und darüber hinaus auch noch blühen. Das war die ganzen Jahre bei mir immer so. Und der Weihnachtskaktus ist eine sehr pflegeleichte Zimmerpflanze. Da kann man fast gar nicht viel falsch machen, auch als Anfänger nicht. Ich habe einmal auch einen Weihnachtskaktus, das war allerdings nicht diese Pflanze, sondern eine andere Pflanze, die ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, in einem Abstellraum einfach wirklich mal längere Zeit vergessen. Der war schon relativ dolle vertrocknet und sah schon gar nicht mehr gut aus. Ich habe einen Schluck Wasser gegeben, habe die Pflanze dann wieder vergessen, irgendwann mal in den Abstellraum wieder reingeschaut und siehe da, der Weihnachtskaktus hat dann sogar wieder geblüht. Also wirklich eine sehr pflegeleichte Pflanze, wo man nicht viel falsch machen kann und auf jeden Fall eine bessere Alternative als hier der Weihnachtsstern. Denn wie wir festgestellt haben, geht häufig kaputt, überlebt Weihnachten nicht. Und auch hier der Weihnachtskaktus sieht das ganze Jahr über schön aus und ist natürlich von der Umweltbilanz her viel, viel besser, weil man den einfach nicht jedes Jahr neu kaufen muss, sondern man pflegt ihn einfach ein bisschen und dann hat man pünktlich über die Weihnachtszeit immer eine schöne Blüte. Es gibt den auch in verschiedenen Farben. Es muss jetzt nicht hier wie bei mir dieses rosa oder lila sein. Es gibt den in weiß, es gibt den in rot und gerade die rote Blüte sieht zu Weihnachten wirklich sehr, sehr schön aus. Zweite Alternative möchte ich euch auch noch zeigen. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Ist auch eine allseits sehr beliebte Pflanze zu Weihnachten. Bevor ich euch jetzt aber meine letzte Alternativpflanze zeige zu Weihnachten, möchte ich euch erstmal vorwarnen, die sieht jetzt natürlich noch nicht so schön aus, aber pünktlich zu Weihnachten wird das auf jeden Fall so sein. Es handelt sich in dem Fall tatsächlich um die Amaryllis. Hier könnt ihr sie sehen, die habe ich jetzt erstmal aus seinem Ruhequartier rausgeholt und wieder in neue Erde eingetopft und jetzt wird sie dann, weil ich sie heller gestellt habe und auch wieder gieße und mit frischer Erde anfangen auszutreiben und dann auch hoffentlich zu Weihnachten wirklich eine schöne Blüte haben. Letztes Jahr hat es geklappt und beim Umtopfen hatte ich sogar noch das Glück, dass ich so eine Tochterzwiebel entdeckt habe. Die war sogar schon so ein bisschen ausgetrieben. Ihr könnt hier schon mal so ein bisschen Blattgrün sehen und habe ich aus einer Pflanze 2 gemacht und ich bin mal gespannt, ob die hier auch zu Weihnachten blühen wird. Warten wir mal ab. Das ist auf jeden Fall auch eine gute und vor allem auch günstige Alternative. Die Amaryllis könnte nämlich auch, wenn sie nachher vertrocknet ist, wenn sie eingeht, das passiert meistens so gegen Ende des Sommers, dann einfach wirklich ruhig, also kühl und dunkel stellen, im Ruhequartier sozusagen. Und dann holt ihr sie Ende Oktober, Anfang November wieder raus, topft sie in neue Erde ein und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Wer noch keine hat, dem würde ich sogar empfehlen, nicht eine fertige Pflanze zu kaufen, sondern einfach so etwas hier.
kann man in vielen Supermärkten, Baumärkten kaufen oder auch im Internet. Ich kann mal schauen, ob ich noch einen Link finde, wo man es kaufen kann online. Wenn ja, packe ich euch das unten rein. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ich es aktuell nicht weiß. Ja, ich habe mir hier einfach so ein Starter-Set gekauft und da ist im Prinzip alles drin, was man braucht. Und ihr solltet damit dann auch am besten so ja, Anfang November anfangen, wenn ihr das oder Mitte November, wenn ihr eine schöne Blüte zu Weihnachten haben wollt. Hier ist schon ein Topf mit drin. Es ist natürlich einmal die Amaryllis-Zwiebel hier mit drin und ihr habt auch die passende Erde mit dabei und könnt dann wirklich auch ein bisschen selber was machen und könnt zuschauen, wie das ja, vom Einpflanzen bis zum ja, bis zur Blüte sich nachher entwickelt. Und so hat man irgendwie noch ein ganz anderes Gefühl, als wenn man sich schon eine fertige Pflanze gekauft hat. Das finde ich persönlich auf jeden Fall sind bessere Alternativen als der Weihnachtsstern. Vor allem halt auch wirklich umweltschonendere Alternativen, weil die Pflanzen halt auch mit wenig Pflege auskommen, somit einfach länger halten. Und ja, man hat im Prinzip auch das ganze Jahr was davon und muss sich nicht nach 4 oder 8 Wochen dann davon wieder trennen, weil die Pflanze ohnehin eingegangen ist. Also der Weihnachtsstern, muss ich ehrlich sagen, ist für mich in Zukunft keine Alternative mehr. Ich werde den nicht mehr kaufen und ich würde es euch auch einfach empfehlen. Ich weiß, dass man sich mit solchen Aussagen gerade bei Blumenhändlern, Pflanzenhändlern im Einzelhandel etc. unbeliebt macht, weil da natürlich viel Geld mit verdient wird. Das ist eine der meistverkauftesten Zimmerpflanzen. Aber wenn man davon ausgeht, dass man die eigentlich gar nicht das ganze Jahr über kriegt, sondern erstmal so ab Mitte Oktober bis kurz vor Weihnachten, Ende Weihnachten werden sie dann oder nach Weihnachten werden sie dann verramscht, weil sie keiner mehr haben möchte für 99 Cent. Und ja, es wird viel Geld damit verdient, aber im Prinzip ist das alles andere als gut für die Umwelt. Die beiden genannten Pflanzen sind für mich die besseren Alternativen als Weihnachtspflanzen. Vergesst bitte mal nicht, unten in die Kommentare reinzuschreiben, welche Pflanzen ihr gern zu Weihnachten mögt. Vielleicht kann ich darüber dann auch mal ein Video machen, aber ich bin auch auf jeden Fall neugierig, welche Alternativen ihr da so anbieten könnt. Ich hoffe dann, dass euch das Video gefallen hat. Ihr könnt auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr das genauso seht wie ich oder ob ihr sagt, der Weihnachtsstern gehört einfach dazu. Ich muss zugeben, für mich die letzten Jahre auch, aber mittlerweile einfach nicht mehr. Es ist ja Umweltverschmutzung, Geldverbrennung und da mache ich einfach in Zukunft nicht mehr mit. Da habe ich keine Lust drauf und deshalb bleibt es bei mir jetzt erstmal bei der Amaryllis und bei den Weihnachtskaktus und vielleicht kriege ich ja noch die eine oder andere interessante Alternative von euch genannt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne den Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne hier meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.